Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Sky. Es kam wieder relativ lange nichts auf meinem Kanal, also zumindest ein paar Tage und unter anderem auch kein Sky. Ich habe aber sehr viel offscreen weitergespielt, denn ich habe ziemlich viele Dinge vorbereitet und es gibt auch einige Dinge, die wir jetzt wahrscheinlich noch ändern müssen. Vorweg, es wird nicht mehr super lange Sky kommen. Ich habe noch so das eine Ziel, das Ultimate Solarpanel zu autocraften. Aber ich glaube, danach gibt es dann nicht mehr so viele neue Dinge, die man noch machen kann. Ob neue Mods hinzukommen, weiß ich noch nicht. Aber da müssen wir mal gucken, wie lange das dauert und ob wir dann vielleicht noch weitermachen oder nicht. Zuerst, was sich verändert hat, ich habe hier die Maschinen geupgradet. Das heißt, wir haben hier beide Maschinen in Resonant. Ich habe die Slots hier geändert, damit sich hier kein Eisenstau, sondern Kohle und Eisen praktisch gleich reingehen und ich habe hier komplett Augmentations reingeballert, das heißt, die Dinger sind jetzt super schnell. Allerdings, aus irgendeinem Grund importiert er die Sachen nicht mehr alleine ins E-System, was ein bisschen komisch ist. Also da müsste man mal gucken, was da der Fall ist, denn normalerweise, wenn man den Output irgendwo nach unten einstellt, dann importiert er das automatisch in seinem E-System. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass das hier kein blauer Slot ist oder so und deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es nicht mehr und dann braucht man irgendwie eine andere Kiste, die das importiert, in so Logistik-Pipes, nicht in dem E-System. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken. Okay, gehen wir nach oben, denn hier hat sich auch einiges getan. Zuallererst mal haben wir hier noch ein Emerald Ore drin und zwei Konstantan. Das benutzen wir aber gleich, denn wir haben hier noch sehr viel Stil, wie ihr sehen könnt. 689 und das letzte Mal hatten wir 823. Okay, funktioniert also nicht. Ich habe nämlich eine Sache gemacht, beziehungsweise probiert, besser gesagt. Denn der Peter hat ja mal hier oben eine Dark Steel Farm gemacht. Und in dieser Dark Steel Farm wird unter anderem Kohle gesiebt. Das heißt, wir haben hier drüben einen Pulverizer, der Cobblestone zu Gravel macht. Hier wird Cobblestone hergestellt und hier unten wahrscheinlich, genau, okay, auch wieder umgewandelt. Und diese ganzen Siebe hier drüben, die machen praktisch Gravel und sieben das hier. Das heißt, wir sollten hier rein theoretisch Kohle rausbekommen, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Genau, wir sollten hier mit 13% eine Kohle rausbekommen. Dann haben wir hier drüben einen Tesseract mit Sending Items and Energy. Und hier drüben haben wir eine Whitelist für Kohle. Und hier drüben in dem Nullifier haben wir eine Blacklist für Kohle. Das heißt, rein theoretisch sollten wir hier Items bekommen. Aber tun wir irgendwie nicht, was relativ doof ist. Aber ja, wir müssen einfach mal gucken, ob sich da irgendwas ändert. Und ich kann auch so leider nicht drauf zugreifen. Das heißt, wir müssen, ich weiß nicht, normalerweise kann man noch mit einer Wrench drauf. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall geht das Ganze so. Genau, und hier haben wir eben Insert, Green. Haben wir hier vielleicht den Channel umgestellt? Ne, das ist auch alles Green. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise sollten wir Kohle bekommen. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Aber theoretisch sollte das funktionieren. Vielleicht... Oh! Ich wollte gerade sagen, vielleicht exportiert er das hier rein und macht die ganze Zeit Coal Dust. Wenn wir das so machen, dann müsste er es rein theoretisch jetzt ins System exportieren, oder? Was haben wir hier unten? Ist da unten auch nochmal ein Input? Input haben wir nur noch links. Das heißt, hier sollte er theoretisch keinen Input haben, ne? No, da ist Output und da oben haben wir Input, aber da kommt Eisen rein. Dann haben wir da auch nochmal Stahl. Genau, und hier wird den Cache mit Eisen. Da ist eh nicht mehr so viel drin. Also viel wird sich da gar nicht mehr tun. Aber jetzt sollten wir theoretisch Kohle auch immer ins System bekommen, was ganz cool wäre. Genau, außerdem habe ich Machine Frames gemacht und zwar relativ viele. Ich weiß gar nicht, ob wir hier drüben noch welche haben, aber eigentlich ja, ne? Oder sind die auch schon im System? Nein, die sind auch schon im System. Okay, denn wir brauchen ja für das Ultimate Solarpillen einige Dinge fürs Autocrafting. Und deswegen habe ich mir Machine Frames gemacht. 31 haben wir hier noch. Das sind die Reinforced. Und dann haben wir hier Hardened nochmal einen kompletten Stack. Und wir brauchen ja die Reinforced Machine Frames, um uns hier praktisch die Crafting Frames zu machen. Oder die Machine Chassis. Und die Machine Chassis brauchen wir dann für die Crafting oder die Crafter von Ender, und die brauchen wir für die Crafting Pipes bzw. die Crafting Cards. Also eigentlich super aufwendig. Das heißt, wir bauen theoretisch das Ding hier und dafür brauchen wir eben Structural Cable Connector und die sind relativ teuer, was Stahl angeht und dementsprechend müssen wir hier super viel Stahl holen. Wir haben hier auch noch ein bisschen Stahl mit drin, das ist auch ganz cool. Wir sollten vielleicht auch mal einen Cache für Stahl machen, ne? Ich weiß es gar nicht. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und ansonsten haben wir noch LED und Signalum, glaube ich. Genau, LED, Signalum, Hafer und Obsidian Ingot. Die anderen Sachen, die können wir ja schon mal holen. Also,
Ich bereite praktisch immer so einen kompletten Stack mit vor. Und sobald wir das dann haben, Latgear, ja, sobald wir praktisch die ganzen Sachen da drin haben, können wir theoretisch anfangen und hier die ganzen Dinge craften. So, warte mal, 20, 4 kommen wieder raus. Jetzt haben wir Obsidian. Davon werden wir wahrscheinlich keine 15 Bar mehr haben. No. Aber das ist auch nicht unbedingt so schlimm. Und HV Capacitor. Das wird jetzt wahrscheinlich auch ein Pain in the Ass. Aber 3D-Boot haben wir noch. Können wir sogar bauen. Okay, dann haben wir die HV Capacitor. Ich habe super viel von dem Wood gemacht. So, das Ding kann auch schon mal rein. Und dann fehlen jetzt eigentlich noch Obsidian und die Structural Cable Connector. Und ansonsten. Ups. Hier ist der kleine Hohlraum. genau, ich wollte praktisch hier hin. Dann könnten wir uns nämlich ganz kurz hier mal. Na, ach doch, klar, hier drüben. Nehmen wir uns einfach irgendeine Pattern, die am besten 1 kostet. Oder 0,5 würde auch gehen, ne? Klar, ich muss eine, die 0,5 nehmen. Eine, die 0,5 kostet, nehmen. Und dann. Ich glaube, ich habe nicht genug Sachen dafür beinahe. Oh doch, theoretisch schon. Können wir das ja einfach mal ganz kurz machen. Dann kriegen wir praktisch Obsidian Rods und ich weiß gar nicht, ob ich die gleichen Bahnen machen könnte, aber ich glaube eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das muss man so tun, genau. Und dann schmelzen wir praktisch die Rods hier drüben ein. Würde sogar schon reichen, theoretisch. Und dann nehmen wir uns hier unsere Bahnform raus. Jetzt werden die auch wieder richtig angezeigt. Manchmal wurden die irgendwie nicht richtig angezeigt. Und wir haben super viele Enderman in unserem Haus in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, wo die herkommen. So. Okay, Obsidian wird noch ein bisschen dauern. Dann können wir in der Zwischenzeit. Ich bin jetzt total Minecraft-Multitasking-fähig, seitdem ich die Speedruns regelmäßiger gemacht habe. Und es wird auch heute Abend wieder einen Speedrun geben. Also wer da vielleicht wieder Bock drauf hat, der kann da natürlich super gerne vorbeigucken. Das heißt, wir werden versuchen, jetzt dieses Mal wirklich den 5. Platz zu bekommen. Zurzeit bin ich ja auf dem 6. Platz mit einer Minute hinten. Also das noch nicht eingetragen, aber ich habe eine Minute weniger. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch schaffen. Clipper habe ich dabei. Und genau. Wir bauen noch einmal Enlightened Clear Glass. Ups, Enlightened. Enlighten me, Summoner. Shovel, genau, Shovel und einen Water Bucket bauen wir noch. Haben wir nicht mehr, oh nee. Ich will jetzt die ganze Zeit einen Water Bucket craften, weil ich das auch für den Speedruns gewöhnt bin. Aber das kann man hier ja gar nicht. Nee, aber wie gesagt, wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut das super gerne vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute zugucken. Aber wie immer, die Qualität ist natürlich nicht die beste. Und ich habe auch gehört, dass das in einem der letzten YouTube-Videos Lex gewesen sein soll. Wenn das jemand bestätigen kann, dann schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall gut zu wissen, ob das wirklich der Fall ist oder ob das nur an der Person lag, weil das hat wirklich nur einer geschrieben. Aber es kann natürlich sein, weil manchmal passiert es durchaus, dass, ich weiß zwar nicht warum, aber manchmal passieren so eine Art Codierungsfehler während der Aufnahme und dann kann es sein, dass ein, zwei Frames oder so übersprungen werden. Normalerweise passiert das nicht, aber manchmal kann es natürlich passieren und wenn das so ist, dann ist das doof. Aber es gibt irgendwie auch einen Bug. Ich weiß nicht, ob der noch existiert oder ob der schon behoben wurde. Aber es gab zumindest eine Zeit lang einen Bug, bei dem die Videos von bestimmten YouTubern, zum Beispiel hatte ich das bei Ranzratte sehr, sehr oft, dass die Videos, wenn sie auch in 60, in 100, in keine Ahnung wie viel FPS hochgeladen waren, YouTube hat sie nur mit 25 oder so wiedergegeben oder mit 15 und das sah dann super laggy und beschissen aus und das war nicht ganz so cool. Aber ich glaube nicht, dass der Bug noch existiert, ich weiß nicht, also ihr könnt es gerne mal schreiben. Ich meine, dass es Lags hier in Minecraft gibt, ist normal, aber ich meine so wirklich Video-Lags, dass es praktisch richtig hängt. Aber ich meine, wirklich flüssig ist das Spiel hier eh nicht mehr, wegen der kompletten Welt eben. Da ist das Ganze nicht so gut. So, ich habe natürlich keine Seeds mitgenommen. Emerald Seeds, die haben wir hier. Ach genau, und die andere große Sache, die ich sagen wollte, ist, wir müssen höchstwahrscheinlich das... Achso, stimmt, hier oben hat das übrigens auch gemacht, das können wir gleich noch fertig machen. Wir müssen wahrscheinlich unser komplettes Tesseract-Network umstellen. Das heißt, zurzeit sind das eigentlich alle Tesseracts, die wir haben, auf Peter geclaimed. Das heißt, das sind private Tesseracts, auf die ich Zugriff habe. Aber ich kann praktisch keine neuen davon bauen. Zumindest weiß ich nicht, wie das geht. Wenn das jemand von euch weiß, dann
gerne ab in die Comments damit. Aber, 2, 3, 4. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Denn wir haben Tesseracts, die privatisiert sind. Aber logischerweise, wenn ich die praktisch baue, sag ich mal, dann werden die auf meinen Namen geklemmt und ich habe ja nicht dasselbe Netzwerk. Und unser Tower ist jetzt fertig. Endlich mal. Super krass eigentlich, oder? Guck mal, hier ist Eisen, glaube ich, ja? Genau. Eisen, Lead, Ferrous, Gold, Kupfer, Tin, Shiny, Silver, Diamond, Emerald, Redstone, Lapis, Quarz und Glowstone. Und wir haben theoretisch noch eins frei. Ich weiß gar nicht, was da noch rein muss. Und hier oben kommt natürlich die Bombenfarm hin. Genau, und was ich jetzt gerade meinte, ist praktisch das hier. Wir haben hier einen Tesseract, der ist Owner D2LP, in Klammern Restricted. Das heißt, wir haben Zugriff darauf und er hat die ganzen Frequenzen hier. Und in unserem System haben wir, gehen wir runter und schauen mal ganz kurz in den Tesseract hier rein, haben wir hier Tesseracts, Owner None, Access Public. Wenn wir jetzt aber so einen Tesseract benutzen, genauso wie den hier, das ist dasselbe, also ihr seht, ne, Tesseract, Owner, und sobald ich das Ding setze, ist es auf mich geclaimed und ich kann nicht dieselbe Frequenz benutzen wie der Peter. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich unsere kompletten, Frequenzen von Peter auf Heiko umstellen, also irgendwie alle Tesseracts austauschen oder so. Denn ansonsten haben wir ein Problem. Was war hier denn? Oh, da war eine Logistikpipe drunter. Komme ich da irgendwie dran? Sieht nämlich irgendwie nicht so aus, ne? Warte. Habe ich aufgenommen? Yay. Basic Logistikpipe. Machen wir dich hier hin. Und verbinde dich wieder mit der Fassade. So. Nimm die Panel Glowstone. Zum Glück können die mit diesem geilen Jetpack fliegen. Aber ich soll trotzdem mal... Ist der aber unten gelandet? Hier drüben? Ach genau, und Peter hat den kleinen Raum. Warum ist hier diese kacke Enderman, ne? Oh man. Genau, Peter hat hier so einen kleinen Raum hingemacht. Der wird wahrscheinlich auch abgerissen werden, denn für unser Autocrafting wird er nicht reichen. Für die ganzen Rezepte, die wir hier dann noch brauchen. So, warte, was war denn jetzt? Das war Tyrian, ne? Ja. Tyrian. Futuristic Armor Plating? Nein, Rusted Futuristic, oder? Ja doch, das ist rusted. So, dann kommst du weg. Dann machen wir dich weg. Ja. Die habe ich immer benutzt, um die ganzen Ohrs zu machen, denn die haben ewig gedauert. Also wirklich richtig, richtig lange. Stormbrick. 1K. Genau. Also die Ohrs waren wirklich insane, weil bei den meisten kann man auch keine Augmentations benutzen. Irgendwie so halb funktioniert es, wenn sie angefangen haben und so zwei Drittel fertig sind, dann kann man Augmentations reinballern, aber ansonsten irgendwie gar nie. Und das ist halt echt ein bisschen, nervig. Deswegen habe ich da immer die ganzen Sachen praktisch reingelegt und er hat das dann 27 nur. Ja, was ist denn da los? Hey, Redstone Signal... Auf Redstone Signal on. Was haben wir hier noch? Molten und Molten. Können wir denn theoretisch? Es gibt doch keine Bahnform hiervon, ne? Nee, okay, also das wäre Quatsch. Das können wir also nicht benutzen. Aber wir könnten die Shards benutzen anstatt die Rods. Warum habe ich das denn nicht gemacht? War das nicht auch der Sinn hinter der ganzen Sache? Die Shards einzuschmelzen anstatt die Rods? Weil wir von den Rods nur 0,5 bekommen. Und von den Shards, ich weiß gar nicht wie viele. Theoretisch bekommen wir von dem Shard ein, oder? Oder haben wir immer doppelt so viel gemacht? Ich glaube, wir haben immer doppelt so viel gemacht, ne? Okay, warte, dann holen wir uns mal ganz kurz noch Obsidian. Und ich will unbedingt noch ganz, ganz viele, wie nennt es sich? Von diesen wunderbaren, genau von denen. Dann praktisch ganz viele Speed-Upgrades machen, damit die ganzen Terminals mal genug Saft haben, um die Items hier schnell rauszupumpen. Das wäre auch noch so ein Traum, ne? So, dann werfen wir jetzt hier einfach das Obsidian noch mit rein und dann brauchen wir noch Unmengen an Stahl, aber dann sind wir soweit eigentlich good to go, glaube ich zumindest. Dann können wir endlich die ganzen Crafting-Table dafür bauen. Okay, aber dann würde ich an dieser Stelle jetzt wieder sagen, was zur heutigen Folge Minecraft Sky. Wenn es so gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.